Ja, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe Mitglieder der Preisjury, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle herzlich willkommen zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus. Ja, wir können heute ein Jubiläum feiern und eine Zwischenbilanz wagen. 2005 sind wir mit 135 Bewerbungen gestartet und eben wurde schon gesagt, in der 10. Ausschreibung gingen insgesamt 633 Bewerbungen ins Rennen. 2005 betrug das Preisgeld 20.000 Euro. Inzwischen ist der Preis mit insgesamt 47.000 Euro dotiert. 2005 ging die Stiftung mit der Ausschreibung, ja, Jürgen Peters hat es ja eben in dem kleinen Clip schon gesagt, ein gewisses Wagnis, einen, heute wissen wir, der Versuch hat sich gelohnt, der Preis ist eine Erfolgsstory. Deswegen schauen wir heute nicht nur zufrieden zurück, sondern freuen uns schon auf die kommenden 10 Jahre. Ja, verehrte Gäste, für viele Beobachter ist der Otto-Brenner-Preis in der Tat inzwischen einer der profiliertesten und begehrtesten Journalistenpreise Deutschlands. Ich glaube, unserem Preis ist es gelungen, ein unverwechselbares Profil zu entwickeln und zu einer Marke zu werden. Es gehört zu dem Preis, oder der Preis gehört zu den Preisen, die Journalisten, glaube ich, zumindest mit Stolz tragen. Es ist ein Preis, der eine Biografie schmückt, weil er journalistische Leistung prämiert, die Vorbild sind für eine ganze Branche. Es sind meines Erachtens 3 Punkte, die das Besondere unseres Preises ausmachen. Erstens, der Brenner-Preis steht für journalistische Qualität. Viele der über 300 Journalistenpreise in Deutschland verfolgen oftmals unverhohlen das Ziel, ein Thema, ein Unternehmen oder ein Produkt in den Mittelpunkt zu rücken. Man schreibt Preise aus, um natürlich in der Öffentlichkeit zu punkten, Imagepflege zu betreiben oder gar eine Geschäftsidee zu platzieren. Oftmals werden kommerzielle Absichten, einseitige Interessenspolitik nur unzureichend kaschiert. Die Ausschreibung des Otto-Brenner-Preises erfolgt hingegen unter dem Motto gründliche Recherche statt bestellter Wahrheiten. Die unabhängige Perspektive eines Autors und die journalistische Qualität eines Beitrages sind Kriterien unserer Preisauswahl. Ja, wir fördern kritischen Journalismus und zeichnen hartnäckige Recherche aus. Zum Markenkern des Otto-Brenner-Preises gehört, dass es eben keine PR-Arbeiten prämiert oder bestellte Wahrheiten hofiert. Zweitens, der Brenner-Preis steht für journalistische Vielfalt. Es gibt Journalistenpreise, die auf ein bestimmtes Medium zugeschnitten sind oder einzelne Darstellungsformen auszeichnen. Diese Engführung oder Konzentration kennen wir nicht. Sie werden sich auch heute Abend wieder von der spannenden Vielfalt journalistischer Arbeiten überzeugen lassen können. Es wird ein Printbeitrag prämiert, der ein hochaktuelles politisches Thema herausragend recherchiert und journalistisch vor allen Dingen hervorragend umgesetzt hat. Wir zeichnen einen Fernsehfilm aus, der neben der Jury sicherlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer beeindruckt hat. Wir zeigen, wie spannend ein gut gemachtes Hörfunkstück sein kann. Wir loben die professionelle Entschlossenheit, der schon erstaunlichen Souveränität einer Newcomerin. Wir prämieren ein Medienprojekt, dessen Mitarbeiter in Österreich Vorbildliches geleistet haben und vergeben einen Spezialpreis und zeichnen damit ein journalistisches Gesamtwerk aus, das für Meinungsstärke und Faktensicherheit steht und in dem intellektueller Mut mit glänzender Schreibe einhergeht. Und mit Stipendien geben wir wieder engagierten Nachwuchskräften finanziellen Freiraum und genügend Zeit für eine intensive Recherche. Drittens, der Otto-Brenner-Preis steht für journalistische Unabhängigkeit. Es gibt Journalistenpreise, da entscheidet der Stifter über den Preisträger. Das ist nicht nur gut. Bei unserem Preis ist das Gott sei Dank anders. Anders, weil journalistische Qualität, hartnäckige Recherche und unabhängige Perspektive die Kriterien sind, nach denen unsere Jury die Preisträger auswählt und ich füge gerne hinzu, die hohe Wertschätzung, die der Otto-Brenner-Preis genießt,
hängt ganz eng mit seiner Jury zusammen. Unsere Jury hat Profil, ist unabhängig und steht für Professionalität und ist in ihrer Kompetenz unbestritten. Und die Stabilität der Zusammensetzung, die Kontinuität der Zusammenarbeit über viele Jahre und die Qualität der Entscheidungen zeichnen unseren Preis deshalb in ganz besonderer Art und Weise aus. Das sind Sonja Mikisch, Thomas Leif, Volker Lilienthal, Herbert Brandl, Harald Schumann, die den Preis zu dem gemacht haben, was er ist. Ich sage einfach hier nach 10 Jahren vielen Dank, liebe Mitglieder der Jury. Meine Güte, Dank vor allen Dingen, dass Sie uns von Anfang an die Treue gehalten haben, dass Sie sich für diesen Preis so außerordentlich engagiert haben und dass Ihre Identifikation mit diesem Preis ungebrochen ist. Und deswegen nochmal ganz herzlich willkommen bei der Preisverleihung der OBS. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, das gilt jetzt nur für die Jury, und wir freuen uns schon auf die Ansprachen zu den prämierten Beiträgen und den Preisträgern des Jahres 2014. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kleine Team der OBS, ja, für das ist die Organisation dieses Preises eine enorme Herausforderung. Eine Aufgabe, die ohne Unterstützung nicht zu leisten wäre. Neben dem Team der OBS gilt unser ganz besonderer Dank Professor Lilienthal und seinen Studentinnen und Studenten seines Hamburger Lehrstuhles für die Praxis des Qualitätsjournalismus. Dieses Team Lilienthal hat die Stiftung und die Jury bei der Sichtung der 633 Bewerbungen tatkräftig unterstützt und unsere Jury-Sitzung hervorragend mit vorbereitet. Auch dafür danken wir ganz herzlich und dafür verdienen Sie alle unsere Anerkennung. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nach getaner Arbeit die Feier heute Abend besonders stressfrei für Sie erlebbar gemacht ist. Herzlich willkommen bei der Preisverleihung und schön, dass Sie heute hier sind. Unser Dank gilt auch Jörg Zadrosinski mit seinem kleinen Team von jungen Absolventen der Deutschen Journalistenschule in München. Unsere Bitte an den Schulleiter der heutigen 10-Jahres-Feier mit Filmbeiträgen einen ganz besonderen Glanz zu verleihen, hat er ohne Zögern aufgegriffen und mit jungen Redakteuren auch entsprechend umgesetzt. Eine Kostprobe konnten Sie schon zu Beginn unserer Veranstaltung sehen. Auch die Einspieler, die später unsere verschiedenen Preiskategorien vorstellen werden, sind von diesem Team produziert worden. Ganz herzlich willkommen, vielen Dank Ihnen und Ihrem jungen Team für diese Unterstützung, der der heutigen Preisverleihung eine ganz besondere Note verleiht. Leider konnte aus Termingründen in diesem Jahr kein kompletter Jahrgang der Münchner Journalistenschule an der Preisverleihung teilnehmen. Umso mehr freut es mich, erstmals eine Studierendengruppe der Berliner Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft begrüßen zu können. Zusammen mit Ihrer Dozentin, Frau Prof. Dr. Cornelia Alban, haben Sie heute Nachmittag schon unsere medienpolitische Tagung besucht. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen und auch Ihnen einen schönen Abend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir natürlich auch ganz persönlich eine Freude, die heutige Festrednerin begrüßen zu können. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Bascha Mika. Ja, Frau Mika hat sich nicht nur als streitbare Publizistin und erfolgreiche Buchautorin einen klangvollen Namen gemacht, dass sie über 10 Jahre lang Chefin der ZAZ war, hat, glaube ich, vor und nach ihr noch niemand geschafft. Und seit April ist sie jetzt Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Ich glaube, es ist so, dass Sie die einzige Frau sind, die in der deutschen Mediengeschichte bisher bei 2 überregionalen Tageszeitungen Chefredakteurin war und Gott sei Dank noch ist. Herzlich willkommen. Und ich freue mich natürlich auch, Frau Anja Höfer, die Moderatorin des heutigen Abends, begrüßen zu können. Liebe Frau Höfer, herzlich willkommen bei der OBS. Viel Spaß, viel Erfolg auch Ihnen heute Abend. Danke, dass Sie uns durch die Preisverleihung heute Abend führen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Film,
den Sie zu Beginn der Veranstaltung gesehen haben, wollten wir verdeutlichen, was und wie wichtig kritischer Journalismus ist. Einer hat gesagt, in einer Welt ohne kritischen Journalismus will keiner der Befragten leben. Und ich denke, hier im Raum herrscht Konsens, wenn ich sage, so wie der Fisch das Wasser, die Pflanze die Sonne braucht, braucht lebendige Demokratie, aufgeklärte Zivilgesellschaft und auch selbstbewusste Bürger, natürlich einen unabhängigen und engagierten Journalismus, einen skeptischen und auch aufklärerischen Journalismus, einen Journalismus, der Skandale aufdeckt, Missstände aufgreift und auch Strukturen erklärt. Das heißt, kritischer Journalismus, so wie wir ihn verstehen und auszeichnen, ja, der gibt sich eben nicht mit schnellen Antworten zufrieden. Er bleibt hartnäckig dran an einem Thema und leuchtet Hintergründe aus. Er bringt Licht ins Dunkel wirtschaftlicher, politischer Verflechtungen und will ganz gezielt auf Veränderung wirken und will verbessern. Und wenn ich mir die prämierten Beiträge der ersten 10 Jahre unseres Preises und auch die zahlreichen Bewerbungen anschaue, von denen ja so viele schade nicht prämiert werden konnten, weil die Zahl der Preise natürlich begrenzt ist, dann stelle ich im Allgemeinen schon fest, ja, es gibt weiterhin guten, interessanten und investigativen Journalismus, kritischen Journalismus in Zeitungen, im Netz, im Hörfunk und natürlich auch im Fernsehen. Aber können wir daraus den Schluss ziehen, dass alles gut ist und bleibt und dass es um den Journalismus besser steht, als manche Diskussion erwarten lässt? Persönlich nehme ich die aktuelle Situation oder die aktuelle Lage als einem in hohem Maße Paradox wahr. Auf der einen Seite gibt es ein Bündel von großen Schwierigkeiten, offener Fragen und auch vielen ungelösten Problemen. Viele Zeitungen und Verlage haben ökonomische Probleme. Leser gehen verloren, Einnahmen brechen weg, in den Redaktionen wird gespart. Die Digitalisierung verändert die Medienlandschaft und die Mediennutzung in einem Maße, was man revolutionär nennen kann, und das ist sicherlich keine Übertreibung. Der Trend zur Echtzeit, der Druck zur Hochfrequenzjournalismus. Vor 2 Jahren war Nikolaus Brender hier und hat davon gesprochen, und dieser Trend, der vor 2 Jahren beschrieben ist, ist nach wie vor natürlich ungebrochen. Die Megatrends in der Informationsgesellschaft haben Auswirkungen auf Ausbildung, auf Berufe, auf den Arbeitsalltag der Menschen in den Medien. Auch auf die Gefahr, dass auch die Prekarisierung der Arbeit in den Medien den Qualitätsjournalismus von innen bedroht, hat Bundespräsident Gauck vor einigen Tagen dankenswerterweise und ich glaube völlig zu Recht hingewiesen. Und das sind ja nur einige wenige Mosaiksteine, viele andere müssen noch zur Abrundung dieses Bildes aufgezeigt werden. Unterm Strich lässt sich aber schon durch diese Stichworte erahnen, dass die Herausforderungen gigantisch groß sind und nicht immer schon überzeugende Antworten vorliegen. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite, so zumindest meine persönliche Wahrnehmung, gibt es trotz aller Schwierigkeiten natürlich auch einen enormen Machtzuwachs der Medien. Und ich sitze ja manchmal auf der anderen Seite sozusagen des Tisches oder die Theke, und da treibt mich schon oft die Frage um, wie Medien mit dieser Macht umgehen und ob sie natürlich in ihrer Gänze der Verantwortung gerecht werden, die natürlich immer an Macht gekoppelt sein muss. Von Wolfgang Jolowiecki, sicherlich einem journalistischen Urgestein, stammt ja der bemerkenswerte Satz, ich zitiere, es ist mein fester Eindruck, dass die Medien im Ringen mit der Politik inzwischen klar die Oberhand gewonnen haben. Und wer Jürgen Trittins Analyse der Berichterstattung zur Bundestagswahl 2013 liest, findet diese Einschätzung auch bestätigt. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass Medien nicht nur Themen setzen können, sondern auch sozusagen Agenda-Cutting betreiben können. Zitat, gegen den Willen der Medien ist ein Thema nicht in der Öffentlichkeit zu platzieren. Und Peer Steinbrück beschäftigte sich aus leidvoller Erfahrung mit der Vorstellung, Zitat, dass die Medien mit ihrer Deutungsmacht und ihren Unterhaltungsangeboten eines Tages gar die Politik ablösen könnten. In einer Rezension der Erinnerungen von Christian Wolff, veröffentlicht in der Zeit, wirft er ein Schlaglicht,
und das ist ein Zitat, auf den anmaßenden, selbstgerechten und rüden Teil des Journalismus. So geht es mir jetzt nicht um die Frage Christian Wulff. Aber mit einem gewissen Abstand stellt sich schon die Frage, welcher Umgang im Journalismus mit einem Politiker im Falle Wulff stattgefunden hat. Scharfe Klingen, Meinungsfreiheit, Folterwerkzeug, so hat er es zitiert. Also, das heißt, das Verhalten der Skandalisierer wird zum eigentlichen Skandal. Das ist, glaube ich, auf den ersten Blick starken Tupac. Soweit diese Zitate. Aber so frage ich, ist nicht doch etwas daran an dieser Zuspitzung, wenn wir zum Beispiel das journalistische Jagdfieber fast aller Medien zum Beispiel in dieser Affäre uns anschauen und das auf den Skandalisierungsexzess der Medien, ein Ermittlungsexzess der Staatsanwalt folgte, wie unser Jurymitglied Herbert Brandl klagte, macht die Sache letztendlich auch nicht besser. Ich glaube, wir haben auch hier einen entsprechenden Diskussionsbedarf. Pressefreiheit, davon bin ich überzeugt, darf natürlich am Ende nicht zur Selbstermächtigung führen, sondern hier geht es letztendlich darum, wenn ich Otto Brenner zitiere, den Namensgeber unserer Stiftung, der den bekannten Satz gesagt hat, Zitat, nicht Ruhe und Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit. Heute auf die Medien zugeschnitten, könnte man auch ergänzen, ständige Journalistenpflicht ist, das eigene Tun kritisch zu reflektieren und immer auch nach innen wachsam zu sein, um Fehlentwicklungen zu verhindern. Das ist natürlich kein Plädoyer für eine Schere im Kopf, sondern für mehr Mut, offen und ehrlich und auch öffentlich Fehler einzugestehen und über Fehlentwicklungen in den Medien auch eine eigenständige, selbstkritische Diskussion zu führen. Wir, die Otto Brenner Stiftung, wir bleiben an diesem Thema dran. Ich hoffe, wir finden Unterstützung bei den vielen auch noch geplanten wichtigen Diskussionen und Studien und Diskussionspapieren und Veranstaltungen, wo wir dieses und andere Themen weiterhin aufgreifen wollen. Damit soll aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, auch Schluss sein mit den kritischen Hinweisen und meinen Anmerkungen. Schließlich sind wir heute zusammengekommen, um journalistische Leuchttürme zu präsentieren und herausragende Journalisten auszuzeichnen. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke für die strapazierte Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend und eine tolle Feier bei 10 Jahre Otto Brenner Prize.